Erinnerung und in den Herzen der Zuschauer, gehörte in der DDR zu den ganz großen Fernsehstars und auch noch nach der Wende spielte sie in Filmen und Serien. Die Schauspielerin Helga Göring ist tot. Die gebürtige Meißnerin starb im Alter von 88 Jahren in Berlin. So haben sie viele Fernsehzuschauer wohl in Erinnerung. Helga Göring gemeinsam mit Herbert Köfer in der DDR-Vorabendserie Rentner haben niemals Zeit. Eine ihrer Paraderollen und dem Duo Göring-Köfer scheinbar auf den Leib geschneidert. Ihr Filmpartner erinnert sich gern. Wir haben so unzählige, viele Filme zusammengestaltet, so viele Lustspiele. Wir haben die Menschen zum Lachen gebracht, wir haben sie zum Nachdenken gebracht. Ja, keine angenehme Nachricht und ich denke in großer Ehrfurcht an Helga Göring. 1938 begann Helga Göring ihre Schauspielausbildung in Dresden, sammelte dort auch erste Bühnenerfahrung. Es folgten noch während des Krieges Engagements an verschiedenen deutschen Theatern, bevor sie 1952 dann zum ersten Mal auch vor der Kamera stand. Und das mit Erfolg, denn in den langen Jahren ihrer Karriere spielte die Göring über 200 Rollen allein in DEFA-Produktionen. Achtmal wurde sie DDR-Fernsehliebling. In Lustspielen wie Maxe Baumann oder den drei reizenden Schwestern zeigte Helga Göring auch komödiantisches Talent. Nach der Wende wurde es dann etwas ruhiger um sie. Doch so ganz zog sich Helga Göring nie vom Film zurück. Jetzt zum Sport, zum Fußball und